Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Moment. Ich bin Battle Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Raft. So. Und jetzt werfe ich dir die Haare schneiden. Niemals. Nein. Nein. Gott. Komm her! Ich schneide dir auch die Ohren ab. So, ah ja, genau. Jetzt so. Warten noch hier. Da noch ein bisschen. Siehst du die Suppe hier, die ich gerade in der Hand halte? Was? Ja, ich Boah. Ich weiß nicht, wo ich die her habe. Mein Gott. Ich glaube wir sind off topic. Ich sag mal, was beim letzten Mal passiert ist. Wir haben dieses Schiff da hinten erkundet. Wuppdidu. Ja, ich guck grad nicht dahin. Da. Da gehen wir gleich noch mal kurz zurück unter Wasser. Ja. Habe ich überhaupt noch einen Haken? Ich glaube, ich habe keinen Haken. Warum habe ich keinen Haken? Haken. Ich sollte mir einen machen. Und ich habe irgendwie geplant, hier unser Lager ein bisschen umzuorganisieren, damit wir eine bessere Übersicht haben und nicht immer reingucken müssen, so, was ist da drin. Deswegen mache ich das mal so. Haben wir noch Schrott? Insgesamt 6-mal. Ja, wir haben noch genug Schrott. Oh Gott sei Dank. Dann machen wir das. Ich habe wieder einen Haken. Jetzt kann ich wieder Loot fangen. So, ne? Dann packen wir da die Nägel rein. Dann pack ich da Nägel. So. 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 Also wer den letzten Part nicht gesehen hat, schämt euch gefälligst und schaut euch den Bart an. Denn das war das Schiffsabenteuer schlechthin. Deswegen heißt es auch Schiff Ahoi. Ahoi. Oh, ich habe was gehört. Hat etwa René ein Ei gelegt? Wo hat das gelegt? Nee, René, jetzt mal im Ernst. Oh, er hat's abgelegt. Okay. So, und ich wollte hier. Ich will immer noch meinen Turm bauen. Diesmal mache ich den aber auch wirklich. Ich werde da schon irgendwie hinkriegen mit der blöden Leiter. Jetzt stelle ich natürlich hier die Frage, wird Daniro es schaffen, seinen Turm zu bauen oder nicht? Das alles sehen wir in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Ich muss eigentlich nur darauf achten, wenn ich die Leiter baue, dass ich dann auch wieder rauskomme. Weil wenn ich da wieder reinfliege, dann komme ich da nicht mehr raus. Na, und dann muss ich das Zeug wieder kaputt machen. Ja. Deswegen tue ich erstmal hier so, weil ich. Was? Ich meine, ich stehe ja dazu. Ja, am besten wäre doch, wenn da eine Tür wäre. Dann könnte man wohl. Genau. Wir müssen erstmal zurück zum Schiff gehen. Und mir ist eine Sache aufgefallen, glaube ich, als wir letztens mal im Motor gebaut haben. Ja. Und zwar, den kann man ja nach links und rechts steuern, ne? Ja. Und ich habe das erst irgendwie komisch gefunden, weil man kann halt Lenkrad, ja, man kann. Ich hatte Lenkrad, das Steuer kann man ja. Hi. Man kann jetzt Steuer ja nach links oder rechts auch noch lenken. Ne? Deswegen habe ich nicht verstanden, warum man das Ding nach links oder rechts bewegen kann. Weil man kann es ja nur in eine Richtung machen. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt die ganze Zeit sozusagen nach rechts, was auch irgendwie komisch ist. Ich glaube, wir müssen das Ding seitwärts platzieren. Seitwärts. Weißt du, also genauso wie hier mit den. Wie mit den Dingern hier. Ne? Mit dem Farbteil hier. Ja, deswegen. Das könnte Sinn machen. Weil dann wird das auch irgendwie Sinn machen, weil eine Richtung wäre dann vorwärts, eine wäre rückwärts, ne? Deswegen habe ich so das Gefühl, wir müssen das. Was du da gemacht? Ich will das fast da holen. Aber jetzt will ich mich natürlich wieder mit dem Hai prügeln. Also ich meine, es. Platzieren jetzt mal so seitwärts sein. Ich brauche noch eine Planke. Ich brauche noch ein Ding hier. Verdammt. Nein, ich will mich jetzt erstmal hier ein bisschen mit dem Hai prügeln. Also wenn du mich entschuldigen würdest. Okay. Ja, der war fast tot, glaube ich, ne? Sagen wir mal so. Der ist tot. Alles klar. Was ich eigentlich machen wollte, ist, ich wollte da hinten zu dem Fass.
Weil diesen Loot können wir uns doch nicht entgehen lassen. So. So, wir da mal Planken rein. Jetzt sollen wir mal den Motor einschalten. Tu mal den Anker. Moment. Oh Mann, ich mach das schon. Bist du am Floß? Jetzt schon. Jetzt gucken wir mal. Guck mal, jetzt gehen wir nämlich nach vorwärts. Wenn ich das richtig andersrum mache, dann gehen wir rückwärts. Also ein bisschen. Ich glaube, so müsste das aber besser sein. Jetzt gehe ich mal ans Segel, ans Ruder. Ich will die ganze Zeit Steuer sagen. Ich hoffe, so funktioniert das. Ja, guck mal, wir bewegen uns da nach vorne jetzt. Hey, wir bewegen uns nach vorne. Setz den Motor. So, warum kann ich hier nicht? Also ich muss das genau. Wow. Wow. Oh mein Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ey Mann, Danilo, mir war gestern Show. Und übel schlecht. Ich versuch gerade aus. So. Ich hoffe, wir können uns auch, weil das Wasser sieht nämlich still aus. Ich hoffe, wir können uns auch jetzt immer bewegen. Wenn das Wasser still ist. Ich glaube, da müssen wir. Bringt das noch einen Motor zu bauen auf der anderen Seite? I have no idea. Ich kann mal gucken, ob ich das überhaupt machen kann. Ich meine, da war nicht so. Ich brauche eine Leiterplatte. Ich brauche 5 Metallbahnen, eine Leiterplatte und noch 20 Planken. Das könnte ich machen. Ja, machst einen auf der anderen Seite irgendwann. Und zu gucken, ob das dadurch schneller wird. Was heißt hier irgendwann? So. Moment. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns bewegen. Ich weiß es auch nicht, aber weißt du, was ich noch machen kann? Ah, ich glaube, da bringt nichts, wenn wir die Dinge hier da oben bauen. Ich habe jetzt ja ein paar Platten da drum gebaut. Jetzt bewegt das Ding viel langsamer. Oder auch nicht. Wir versuchen es noch irgendwie herauszufinden, ne? Ja. Er bewegt sich doch ein bisschen langsam. Kann man da irgendwie drauf gehen? Nein. Wie so ein Hamsterrad irgendwie. So. Oh, ich bin am Fang an. Zeit für meine Kopfbrühe. Trinken. Okay, er hat aber als Essen gibt's. Du trinkst eine Kopfbrühe. Das klingt ziemlich eklig. Ja, irgendwie bewegt sich das Ding voll langsam. Ich schmeiß mal was Richtiges. Oh, okay. Hast du es verstanden? Ich glaube, wir brauchen wirklich einen zweiten Motor, weil hier ist irgendwie so ein. Hier steht irgendwie so eine Markierung. Hier steht einmal. Keine Ahnung, 1, dann irgendwie. Ich nehme an, das soll der Motor sein und dann 100 Platten. Ich glaube, das bedeutet, für jeweils 100 Platten brauchen wir einen Motor. Und ich nehme an, wir haben schon mehr als 100 Platten hier auf unserem Floß, deswegen. Ja. Macht das irgendwie Sinn? Dann würde ich mal sagen, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ja, kannst du noch einen machen. Ich versuche mal hier unser Lager jetzt verschönern. Oh, Brother, wir müssen wieder anfangen, Metall zu schmelzen. Ja. Denn wir haben keine Metallbarren mehr. Okay, kann man machen. So, ich baue einen. Für eine Schere brauche ich Metallbarren so. Und Scharnier haben wir ja mehr als genug. So, Moment, Leiterplatte. Was braucht man dafür denn nochmal? War die überhaupt? Hast du Metall reingepackt? Gut. Na gut. Ein Kunststoff und ein Kupferbarren. Moment. Kupfer habe ich gerade geschmolzen einmal. Hey, habe ich die Leiterplatte?
Ich will das hier alles. Navigation. Ordnen, aber. Jetzt brauche ich noch Planken. Fertig! Alles klar. Warte, so. Warte, den Motor? Ja, ich habe den Motor fertig. Okay, nicht hier in der Kiste, wo die Nägel drin sind. Oh, dann platzieren wir ihn auf der anderen Seite. Ja, platzierbar. Und hoffentlich bewegen wir uns dann schneller. Oh Gott. Warte mal, 1, 2. Mache ich ihn auch ein bisschen. 1, 2. So. Ach, also ein bisschen 1, 2. Da sind 3. Hey, Daniro! Ja. Hey, Daniro! Hey, Daniro! Machst du da? So. Ich fang. Ich gönn mir jetzt erstmal das Ei. Ich habe ja immer noch diesen Haikopf. Warum passt das hier nicht hin? Kommt mein Turm hier im Weg? Ich glaube, mein Turm kommt hier im Weg, ne? Leck mich ab. So. So. Ne? Ja, perfekt. Hast du Hunger? Bisschen. So. Okay. Dann nimm dir ruhig Haifleisch. Wie viele Planken habe ich da gerade reingepackt? Ich habe, glaube ich, 20 Planken da reingepackt und da sind wir durch. Ich schau mal nach, wie es den Tieren geht. So, dann geht mal in die Richtung. Bum, 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 bum. Motor einstellen. So, wir bewegen uns jetzt schneller. Hier haben wir Gary, das Lammer. Wo ist denn das Schiff schon wieder? Boah, da hinten ist es. Da hinten ist es doch. Und hier ist doch Raoul, das banneste Lammer. Oh ja, jetzt bewegen wir uns eindeutig schneller. Boah. Hm? Oh ja, was bewegen? Bewegen uns? Ja, ja, bewegen uns eindeutig jetzt schneller hier. Wo ist denn das Schiff? Vor uns, glaube ich. Wir haben es auch aus den Augen verloren schon wieder. Verdammt. Sehen jetzt zu dunkel. Da war es doch gerade. Was? Ist auf einmal weg. Ich hab doch die Umrisse. Ist da hinten? Ja, irgendwie schon. Ich habe die Seele-Umrisse nicht mehr. Oder bewegen wir uns gerade rückwärts? Nee. Mhm. Braucht man noch einen Motor? Ich weiß es doch nicht. Müssen wir echt jetzt hier mal zählen, wie viele Platten wir haben, um zu gucken, ob wir uns bewegen. Ja. Ich weiß es nicht. Boah. Machen wir noch einen Motor. Ich mache jetzt nicht noch einen Motor. Und wieso habe ich gerade das Gefühl, als ob wir uns nach rechts drehen. Wir bewegen uns gar nicht hier. Boah. René hat ein Ei gelegt. Boah. Na gut, daneben. So, wird das hier irgendwie angezeigt? Also ich nehme an, pro 100 Plankenbombe ein Motor, ne? Okay. Stell ich mir jetzt vor. Uns Bomben. Fakt ist einfach, wir haben jetzt das Schiff aus den Augen verloren. Na gut, dann lassen wir uns wieder treiben. Er war bestimmt nicht unter Wasser. Na gut, dann lassen wir uns eben treiben. Wie sonst auch immer. Hm. Trotzdem. Das ändert nichts an der Tatsache, dass du schuld bist. Nimm das. Und das. Was? Ich bewege die ganze Zeit. Dann Floß hin und nach links und rechts. Da ist der Hai schon wieder, der kommt. Kommt, ne? Gehst du hier ran? Ja? Gehst du? Nein? Okay. Ausgezeichnet. Na gut, dann arbeite ich eben weiter an. Ich versuche verlorene Ressourcen wieder reinzubringen. Kann ich dann auch so machen. Also jetzt erstmal mein blödes Ding hier weiterzubauen. Bäh.
Weiß nicht, wie hoch wir bauen können. Weiß nicht, wie hoch wir bauen können, aber ich will es herausfinden. Halt. Während ich hier. Ja. Während ich das Metall schmelze, starre ich hier die ganze Zeit auf unseren Vogelkopf. So. Dann, was brauchen wir nochmal für eine Leiter? Nägel. Zeugs, Loot. Ich höre sie die ganze Zeit. Endlich mal wieder Zeug. Durch dreimal Kunststoff. Hm. Toll. Oh Gott. Und ich sollte Planken mitnehmen. Dann lassen wir uns jetzt erstmal treiben, bis wir wieder genug haben. Ja. So. Aber hier, ich habe jetzt eine geile Lederweste an. Ja, sehr gut. Möchtest du auch eine? Nö, eigentlich nicht so. Doch, du siehst dir seine Lederweste an. Es wird wieder kälter. Wir gehen immer so schnell kaputt hier. Außerdem habe ich nicht so das Gefühl, dass wir irgendwie schnell am Sterben sind im Moment. Darum geht's nicht. Hier geht's um den Style. Der Style, mein Bester. Na, nimm den Beispiel an mir. Nehmen wir hier die Seile. So. 11 Seile nur. Boah, das ist ein ganzes Fass da drin. Boah. Cool, ne? So, dann muss ich das hier irgendwo anders hinpacken. Aber ich hab zumindest wieder 8 Metallbarren hergestellt. Tun wir das mal hier hin. Dann tun wir unser Leder, rote Melone, Leder. Unsere ganzen leeren Batterien, Scharniere. Boom. Kommt dann alles dahin. Dann kommt unser Forschungstisch. Tun wir den mal irgendwie, keine Ahnung. Tun wir den mal hier hin. Dann. Ich glaube, ich sollte mir irgendwann mal einen zweiten Eimer machen. Ach, Holz haben wir doch hier, oder? So. Hey, lass mir nicht den Kopf so hängen hier! Wer lässt sich gerade den Kopf so hängen? Ist es Raoul? Dieses Band ist es hier oder ist es der illegale Gary? Wer ist es denn? Ich kann es nicht sehen! So. Dann. Es ist Raoul. Oh nein. Nicht Raoul. Dieses Mann ist es Sieger. Ich glaube, warte mal, ich habe eine Idee, was wir auf jeden Fall machen müssen. Was denn? Moment. Erstmal muss ich diese Kiste da einsammeln. Das Ding bewegt sich mit. Ne. Ich sehe mal meinen Finger da. Davor ist nicht, wo ich da platziere. Steine. Meine Steine mehr da. Meinst du, dahinter steckt Pyradonis? Ausgezeichnet. So. Oh, wir steuern übrigens, by the way, wir steuern auf eine Insel zu. Ausgezeichnet. Ich bin fast tot. Das ist nicht ausgedacht. Nein, das war's. Oh nein, was?
warte mal hier, Kunststoff. Oh, und ich glaube, dass diese Insel, sieh sie dir an, ich glaube, die ist sogar eine große, das ist, glaube ich, sogar eine große Insel. Ja, gut, komm gleich. Ich bin ja fast fertig mit dem Lager. Nein, aber was ich machen wollte ist, Moment. Schmutz. Hoffentlich kann ich es machen. Rein mit dem Schmutz. Ein Reiniger. Ich brauche Glas und ich brauche Kunststoff noch. Machen wir das. Federnseile. Machen wir hier. Schrott. Oh, aus dem Schrott kann man ja. Ihr Lantinsicht. So, ja. Ich werde hier nämlich noch was fürs, für die Farm machen. Ja. So, Nägel, ne? Ja. So, okay. Wo habe ich ihn? So. Federn, Seile, Schrott, Nägel, alles klar. So, perfekt. Seile, Schrott, hier kommen die Federn. Ja, hier kommen die Federn rein. Da sind die Nägel. Jetzt haben wir ein sehr geordnetes Lager endlich. Hm? Jetzt haben wir ein sehr geordnetes Lager. Ausgezeichnet. Lager ist fertig. Ich habe übrigens jetzt, jetzt einen Reiniger in der Farm platziert. Reiniger? Warum? Warum, fragst du? Nur so, damit wir nicht ständig laufen müssen. Oh Gott, ist ja viel Zeugs. Oh. Und, ja, und ich verdurste gleich. Irgendwo. War nochmal so, ne? Ja. Wo sind jetzt die Insel? Ich weiß es nicht. Wir gehen daran vorbei! Dann steuer das Ruder, wir haben jetzt eins. Ah. Boah, Steine, ne, Steine. Übernimm das Steuer! So. Lager ist fertig. Übernimm das perfekte Steuer! Scheiße. Ist unsere Tür immer offen? Wir sind die Insel. Da! Ah. Da hinten! Steuere sie an! Boah. Du drehst in die falsche Richtung! Wieso, die ist rechts von uns, die Insel? Die Insel ist links von uns! Du weißt da. Oh mein Gott! Jetzt ist sie hinter uns! Ich sehe da nur so eine kleine Insel hier. Ja, die habe ich aber gemeint. Ja, weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, da vorne. Halt. Ja. Da vorne. Ja. Da ganz hinten. Ganz hinten. Da müssen wir hin. Dann hole ich mal das Segel. Weil hinter uns ist auch noch so eine kleine Insel. Deswegen. Aber kleine Inseln sind ja nicht mehr so dolle. Wir haben gar kein Wasser hier. Mm. Oh, dahinter uns ist eine. Ja, deswegen. Deswegen habe ich die angesteuert. Ach so. Halt, wie gesagt, ich habe jetzt einen Reiniger für die Farm platziert, damit die Tiere auch was haben. Naja. Damit die selber ja. Damit die sich selber ja genau, Wasser können, machen. Genau, können die sich mal selber. Können die sich mal anfangen, hier sich selbst zu versorgen? Können die ja gar nicht. Ah. Gar nicht, weil es doofe Tiere sind. Hey, ne, hey, nimm die Katze aus dem Mund. What? Na hier. Hier. Ich hab Gary gesehen, wie er gerade versucht hat, Katze zu essen. Hier, nimm die Katze aus dem Mund.
Planken. Weg damit. Also schön, jetzt brauche ich immer noch gucken, wo hier was ist. Links ist eine Insel. Na, wir steuern ja auf die da hin, ne? Boah. Boah, Hilfe, das ist so am Schwanken, ey. Ich brauche Nägel. Ich brauche Schrott. Und ich brauche was zu essen. Ich verrecke sonst gleich noch. Sternlampe. Ich nehme an, die geht irgendwann auch leer, ne? Sternlampe. Es gibt noch einen. Ja, warte. Oh. Ah. Sieh mich an! Sieh mich an! Sieh mich an! Ich bin, hast du mich an, süß! Sehr gut. Mein Gott, ey. Wie viel kannst du damit sehen? Wie damit gut sehen. Ausgezeichnet. So, aber ja, da ich sie im Moment nicht brauche, setze ich mir doch lieber wieder meinen Screecher-Kopf auf. Denn du kannst die Stirnlampe nicht tragen, wenn du einen Kopf, wenn du ein Tier trägst. Hört, hört. Kann ich doch nicht so machen. Also ich will nichts sagen, aber ich glaube, dass diese Insel da links wirklich eine große Insel ist. Ja, ist eine große Insel. Ja, dann steuere sie an. Jetzt sofort. Auf der Stelle. Jetzt. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht geht. Ich habe übrigens unser Mittagessen gefangen. Ja, und es gibt Chicken. So, solange ich jetzt hier nicht runterfalle, ne? Oh. Ja, solange du nicht runterfällst. Oh mein Gott, ey. So, Steuer nach links. Every fucking time! Halt irgendwo fest, ich steuere nach links. Und jetzt nach vorwärts. Ja. Mach das Segel auf! Und setzen wir die Segel! Ist doch schon offen. Oh, ach so. Ich will einen Hai knabbern irgendwo. Und da! Ah! So, hier ist eine Suppe fertig, ausgezeichnet. Ich mach mal ein paar Suppen. Ja, weißt du, warum die Suppe nicht fertig war? Warum nicht? Ja, weil da keine Planken drin waren. Ja, ich dachte, wir bauen Eisenerz. Warum ist hier kein Erz drin? Hallo? Warum machen die hier gerade hier alle wieder so einen bedrückten Eindruck, ey? Ich weiß nicht, was für eine Art von Seuche euch hier durchläuft, aber gegen diesen trostlosen Blick kann man hier echt mal was machen, ey. So, mach doch hier mal Money ins Feld. Ich will euch schon nachher schon alles scheren. Dankeschön. Nein, nicht die Dodos. Ja. Vor allen Dingen die. Die. Ja. Na, können wir mal nach vorne, Leute. Wo sind wir denn jetzt? Kommen wir überhaupt voran? Nee. Ich mach ein Paddel. Das kann ich nicht machen. Ich will mal ein paar Suppen hier vorbereiten für uns. Wäre vielleicht nicht eine schlechte Idee. So auf Lager. So was für schlechte Zeiten. Ja. Hier sind da auch noch keine drin. Ja, ich wollte mal Lampen hier packen. Aber ich hier nicht sehe. So. Oh, ich bin verdursten. Wo ist mein Paddel?
klar. Kommen wir schon näher? Weiß nicht. Ich werde das Floß zum Ziel bringen! Ich bring's zum Ziel! Was können wir noch gebrauchen da? Tiere, ne? Ja. Ich bringe uns zum Ziel! Könnt's auch mal mithelfen? Ich hab keinen Paddel. Dann mach dir eins, du Idee! Muss ich erstmal hier, ich brauche noch eine Schere und so weiter, ich brauche noch so viele Sachen, geil. Schere, Scharnier, Schrott. Was mache ich nur mit dir, ey? So, hier hole ich mir ein Scharnier. Jetzt habe ich wieder eine Schere. Jetzt kann ich uns wieder Wolle besorgen. Ja, soll ich dir was sagen? Sag's mir. Jetzt brauchst du mir auch nicht mehr helfen, weil komm mal zu mir hin. Ja, ey, komm mal, du hast geschafft. Also ein bisschen näher geht's noch. Es gibt ja, weißt du, was jetzt gerade echt lustig wäre? Ein bisschen näher. Ja. Du bist keine Hilfe. Noch ein Stück. Oh, setz den Anker, wir halten. So ein bisschen hier. Motivation hier. Oh, wirf den Anker. Ja, ich würde jetzt am liebsten dieses Paddel hier nehmen und dir über den Schädel schlagen. Also jetzt zeigen. Und war. What the? Was ist los? Ah! Hier unten ist irgendwas. So, oder oben sehe ich. Und damit meine ich nicht ein Hai. What? Und damit meine ich jetzt nicht nur ein Hai. What? Wo? Direkt unter dir. Was ist denn, wenn ich sehe nichts? So dunkel. Aua! Vielleicht sollten wir erstmal schlafen gehen. Komm, wir gehen erstmal schlafen. Erstmal schlafen gehen. Ich habe auch schon Geier, glaube ich, wieder gesehen. Schon wieder? Ja, da oben. Ja. Glaub, ich bin einen Stockwert zu hoch. Okay. Juhu, ausgeschlafen. Essen. Da kommen wir uns wieder erst um den Typen, ne? Um den Geier, nehme ich an. Na klar. Oh mein Gott, erstmal muss ich mich immer. Komm her! Hast du da gesehen, was kein Hai ist? Boah. Siehst du denn hier? Ich sehe gar nichts. Da hier, diese Steinformation. Ja, ganz unten. Wo ist denn jetzt der Hai? Kann doch nicht sein, dass ich den jetzt aus den Augen verloren habe. Ach, da ist er ja. Warte, ich hab die auch gerade erst hier reingepflanzt. Bin schon fertig. Wo ist der Hai? Aua! Na, ich tu nochmal unser. Ja, wie schnell sind die Sachen fertig, weil wir jetzt schlafen gegangen sind? So, ich kann uns mal um unsere Ernte hier noch kurz, bevor wir losgehen. Ja, wir gehen sowieso jetzt noch nicht los. Es muss noch was auf den Grill geschmissen werden. Schmeiß mal was auf den Grill. Ich habe nämlich Hunger. Ja, ich tue die ganze Zeit. Du bist heute fürs Frühstück zuständig. Ich tue die ganze Zeit Suppen hier für uns machen. Wir können doch nicht die ganze Zeit nur Suppe fressen. Ach. Wir geben uns sehr viel Energie. Aber der springt halt einige Sachen. Schon bewässert, aufgezeichnet. Oh fuck, scheiße, ich ertrinke hier. Wie konnte das denn passieren? So, warum? Aua! Der Geier, der greift unser Floß an. Und fast tot. Alter, ich bin auch fast tot. Dann komm hier rein. Nein, muss erst den Hai erledigen. Ja, ich kann dich nicht retten, ich bin auch fast tot. Hey, versteck dich gefälligst. Ja, mach ich auch. Ja, mach das doch. Scheiße, aber ich verhungere gleich. Ey, scheiße, Alter.
Nein, du sollst ja nicht. Also. So, geh da rein, mein Gott. Suppe. Okay. So, will jemand geschert werden? Du willst geschert werden. Und du willst geschert werden. Und du willst ein Ei legen. Doch. Oh ja, stimmt, das ist ja wirklich ein Screecher. Und ich glaube, ich sollte mir wieder einen neuen Bogen machen. Aber erstmal muss ich das Essen auf den Tisch werfen. Geht immer nicht so nah immer an einem Eingang hier. Man könnte meinen, ihr wolltet hier ausbrechen. Aber kann doch nicht. Ja, das könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht machen mit uns. So, haben wir zwei Wolle. So, Moment. Erstmal brauche ich erstmal wieder die ganzen Ressourcen für den Bogen. So, darum ist der Screecher. Na warte, genau deswegen. Kommt der hin? Irgendwie nicht. Moment, ich muss mir eben ein paar Seile machen. Auch kurz ein paar Planken. So, Seile und darf ich bitte an die Planken? Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich nämlich noch einen Bogen. Hallöchen, Mr. Screecher. Ja, Sie werden jetzt gleich abgeschlachtet. Sie werden nämlich unser heutiges Abendessen. Essen, der weiß es nur noch nicht. So. Ah, hat er uns gesehen? Ha? Ich stehe deutlich über dir. Ja. Warte. Ham. Wieso mich? What the fuck? Ich habe jetzt es gesehen. Das soll dein Turm sein? Ja, es ist noch provisorisch hier. Irgendwie kommt er nicht näher. Na gut. Du denkst nur, weil du. Dann komm ich wollte gerade sagen, wie gut, dass du im Wasser gelandet bist, denn es gibt Fallschaden. Ich weiß. Aber ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe aufs Wasser gezielt. Ja, das Screecher, komm her, du Stück. Ja, natürlich landet der jetzt. Oh, warte mal, hier ist der Sohn. Ja, Moment, ich komme jetzt auch näher. Daniro, warte auf mich! Nicht, wir erledigen ihn jetzt! Ich bin verfehlt. So. Ah, verfehlt! Da ist ein Warzenschwein. Da ist ein Warzenschwein. Okay, erst Warzenschwein erlegen. Ah, lass mich los, du blödes Stück. Ah! Oh, ist tot. Ah, oh, sehr gut. Oh Gott, das sieht nicht gesund aus. Oh, ich habe den Kopf. Aua! Ich muss mich zurückziehen. Ja, ich bin auch gleich tot. Ich gehe ja drunter. Ihr müsst uns zurückziehen. Habt ihr verstanden? Ich gehe ja drunter unter dem Felsen. Da trifft das Ding nicht, glaube ich. Scheiße. Ich muss mich verstecken, ganz schnell. Ich hab's getroffen, einmal. Da war gerade ein Hai. Er hat mich so komisch angesehen. Ja, dann genau da. Stück. Oh Gott. Was noch nicht mal dein Ding. Oh Gott. Daniro, er hatte mich komisch angeguckt. Was soll ich denn sagen? Ich bin hier nur draußen. Ich bin die ganze Zeit unter dem Königsfelsen. Er trifft mich nicht. Der Felsen beschützt mich. Der Felsen ist mein Freund. Felsen sind Freunde. Mein Bogen ist auch gleich kaputt, sehe ich gerade. Okay, ich glaube, dass die Luft so langsam rein ist, aber ich bin noch nicht hier. Ich bin erst bei halber Energie. Ja, ich bin bei einem Drittel. Ich komme auch mal. Ich hoffe, ich werde nicht vom Flur. Ich hoffe, ich werde nicht vom Hai jetzt gerade angegriffen, weil sonst sterbe ich. Moment. Moment, ich hab eine Idee. Was denn? Nee, wo ist überhaupt unser Ton? Bei den Schüsseln. Ich werde uns Heilsalbe machen. Ja, ne?
Aber bis dahin werden wir schon wieder hier voll sein. Na, warte mal. Ich werde erstmal Heilsalbe machen. So, und ich mache jetzt erstmal den hier. Wenn ich hier nicht die ganze Zeit runterfallen will. Daniro, komm her! Ah, warte. Ich konzentriere mich gerade auf meinen. Ich habe dir zweimal Heilsalbe in die Kiste getan. Dankeschön. Ja, bitteschön. Aha, aha. So, was muss ich das irgendwie so machen, dass, falls ich da runterfall, geht ja eigentlich gar nicht mehr dann, ne? So, warum klappt das jetzt? Nachdem ich das später da reinpacke. So, jetzt muss ich kümmere mich jetzt erstmal um mein Inventar, weil das ist nämlich auch schon wieder relativ voll. Alter, ich falle die ganze Zeit runter. Muss man ja den Boden machen hier auf dem zweiten Etage. Ich falle die ganze Zeit runter. Das geht. Mhm. Irgendwie nicht. Warum nicht? So blöde Balken hier wieder bauen, ne? Ja. Ach, stimmt, ich habe hier noch einen Heikauf dabei. Dankeschön. Ich weiß immer noch nicht, wie man die perfekt platzieren kann. So, so. Noch Planken. So, wie gesagt, ich habe in die Essenskiste habe ich für dich zweimal Heilsalbe abgelegt. Ja. Wenn es mal brenzlig wird, kannst du dich heilen. Ja, mach ich. Jetzt bin ich schon wieder fast voll gleich. Ja, ich auch. So, aber dann. So, du Screecher da oben. Dich werden wir noch kriegen. Hing. Und dann kommst du auf unseren Grill. Ja, so wie dieses Fleisch, dieses Steak. Ja, alle. Genau. Er sollte schon mal sein letztes Gebet sprechen. Warum kann ich ja mit dem Ding nicht interagieren? Mit welchem? Ja, mit dem Kochtopf, der ist jetzt zu, ja. Ja, weißt du wieso? Weil da keine Planken drin sind, du Idi. Ich habe auch keine im Inventar, sehe ich gerade. Aber wir haben nur noch 5 Planken. Wie kann es sein, dass wir nur noch so wenige Planken haben? Ah ja, genau, wegen den Motoren. Ja, ja, der ist ja abgestellt. Ja, I know. Ja, ich weiß. Ja, hier fehlen auch Planken. Okay, wir gehen dann gleich auf die Insel, tun mal ein bisschen Holz hacken. Ja, Holz hacken, denn weißt du, was wir sind? Wir sind Holzfäller. Sollten wir. Weiß ich auch nicht. So, der so, Moment, ich wollte noch eben was trinken, dann muss ich noch eben hier die Behälter wieder voll machen. Wir haben 7 Warzenschweine erledigt. Ausgezeichnet. Kann ich nicht mein Inventar auch irgendwie ordnen? Nee, ne? Das Inventar kann man nicht ordnen. Nee, schade. So, Nägel weg. Aber ich habe jetzt, also wie gesagt, ich habe jetzt alles dabei, was ich brauche. Ich habe auch noch eine Stirnlampe dabei. Nein, und auch noch einmal Heilsalbe. Ja. Ich glaube, so sollen wir hier nochmal schlafen gehen. Schlafen. Ah! War das gerade der Screecher? Weil nicht, vorhin hat er mich auch irgendwie mit dem getroffen. Ach, ich brauche noch einen neuen Bogen. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Bogen. Das sind ja gar keine Planken drauf. Ich habe keine Planken für einen Bogen. Nein. Nein. Ich mir gleich welche Holzen. Ja. Ich brauche 2 von diesen Glibber. Ja, dann nehme ich auch ein bisschen Glibber mit. Ein Bolzen. Bolzen haben wir ja, ne? Oder kriegst du auch noch die Blubbel? So, Bolzen.
Wollen wir davon nicht. Die Blubbel! Ich liebe die Blubbel, 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 Blubbel. Warum verbeulst du nicht? Genau. Okay. Danilo, sind Sie bereit? Eine Sekunde. Ja, fast. Nee, warte, 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 warte. Wir sollten schlafen gehen. Ja. Ich bin bereit zum Schlafen gehen. Eine Sekunde. Nacht kann tagsüber nicht schlafen. Ist doch nicht Tagesabend. Abend, lass mich schlafen. Oh. Ich könnte den ganzen Tag schlafen, wenn ich es wollte. So. So, hier sind vier. Hier sind drei. Suppen? Vier Suppen drin jetzt, ja. Boah, cool. Boah. Und ich nehme ein paar Ananas mit. Irgendwie sind die Ananas irgendwie am besten so. Um einen irgendwie die ganze Zeit am Leben zu halten, finde ich. Ich glaube, Melonen sind da wesentlich besser, weil die kannst du mehrmals einsetzen. Stimmt. Wie gesagt, hier da, in der Truhe ist Heilsalbe für dich drin. Ja. Die sind da, ja. Genau. Upsala. Hoppala. So, dann hätte ich mal eine Suppe noch. Ja, ein paar Wassermelonen nehme ich auch mit. So, jetzt können wir, glaube ich, schlafen gehen, ne? Ja, schlafen gehen, schlafen gehen, schlafen gehen! Eben sortieren und schlafen gehen, schlafen gehen. Alles klar. Ja, gute Nacht. Moment. Power ist wieder oben. So. Jetzt. So. Frühstücken. Was trinken. Wo ist das Creature? Warum hatte ich das Salzwasser drin? Aua, Mann. Ich bin erst eine Sekunde im Wasser. Und übrigens, der Screecher war gerade über mir gewesen. So, hier sind direkt schon wieder Melonen. Aua! Wo soll ich sehen? Ich gehe zum High Ground irgendwo. Bisschen Schutz suchen. Diese Insel. Ja, genau da habe ich mich auch gerade versteckt. Oh, komm mal näher. Danilo, wo bist du? Beschütze uns mit deiner Stirn. Ich bin oben. Was hat der mit das? Ach so, ein weiterer erfolgloser Klauversuch. Bekannt vom Übeltäter. Haben wir getroffen. Warte. Ah! Lass mal hier bleiben. Hier ist, glaube ich, gut. Oh, komm her, du Stück. Oh ja, Land genau da unten. Da, oh, mein Bogen ist kaputt. Oh, sehr gut. Alles klar. Gut. Ah, noch ein Warzenschwein. Natürlich ist ja noch ein Warzenschwein. Ja, komm erstmal zurück zum Floß, dann bauen wir dir erstmal einen neuen Bogen. Ja, irgendwie ist er ja gerade am Glitschen und ich kann den voll kaputt. Na, komm schon, ich hab ihn! Also, ich hab den Screecher! Und ich hab da Warzenschwein erledigt. Da ist irgendwie nur auf der Stelle gelaufen, also. Mhm. So, ich nehm's mal mit. Da konnte ich die ganze einfach reinstechen. Okay, das ist super. So, jetzt brauche ich ein bisschen Holz, dann kann ich mir einen Bogen nämlich machen. Ja, genau, stimmt. Das ist eine gute Idee, weil ich hole auch mal. Ich will jetzt auch wieder zum Holzfäller. Ja, wäre die gleiche Insel, die wir letztens schon hatten, irgendwie. Ich glaube, hier hinten war doch der Trading Post. Sieht so. Die sehen alle irgendwie so ein bisschen gleich aus, finde ich. Ja, so ein bisschen. Hier ist wieder eine Höhle, nehme ich an. Ja, hier ist eine Höhle. Oh cool. Und ich hab sogar die Schaufel dabei. Ja. Hey, dann komm mit. Gehen wir auf Höhlenerforschung. Ja, geh du die Höhen, ich tue jetzt Holz sammeln und so. Ich habe ja keine Schaufel. Halt, eindeutig. Oh, scheiße, meine Schaufel geht gleich kaputt. So, und ich mache mir jetzt. Wie viel brauche ich? Eine Planke brauche ich noch. Höhlenpilz. So. Höhlenpilz. Denk. Warum komme ich da nicht hoch? So, jetzt habe ich wieder einen Bogen. Kiste. Wenn wir jetzt mehr Metall. Hier ist ein Lama. Lama.
Meine Schaufel ist kaputt. Scheiße. Auf der linken Seite ist ein Lama. Das können wir ja mal einfangen. Für mehr Wolle. Ja, aber ich muss erstmal wieder rauskommen. Rauskommen. Brauch Schaufel. Schaufel. Ich so gut, dass wir jetzt so viel durch die Gegend schleppen können. Oh. Lama hat mich entdeckt. Und hier ist noch ein Dodo. Hier ist ein Lama und ein Dodo. Lama und ein Dodo. So ist gezeichnet. Dann kann ich ja nach oben gehen gleich. Das ist der Hai, oh mein Gott. Hallo. Okay. Nicht mal oben ist wieder der Trading Post oder so. Ich habe keine Ahnung, wir brauchen Planken. Weil sonst kann ich keine Schaufel bauen. No, ich habe 20 Planken gerade. Dann komm mal bitte zurück zum Fluss. No, ich bin gerade so weit oben. Ist mir egal. Kommen Sie zurück. Und ich habe so viel. Ich weiß gar nicht, wo zurück ist. Hier ist der Handelsposten. So, hier sind Melonen und Ananas. Hast du überhaupt die Müllbeutel dabei? Ne. Ich will haben. Stimmt, ich muss den Screech am Kopf noch ablegen. Ich will haben mal gerade. Kannst du halt mal kurz nachgucken, ob wir überhaupt hier was kaufen können oder so. Ich muss eben den Screecher-Kopf ablegen. Du meinst von den Müllwürfeln? Ja. Pilzomelette haben wir das schon. Müllwürfel haben wir einen. Okay. Beziehungsweise zwei. Wir haben zwei. Ja, müssen wir wieder was in die Presse reintun. Ja. Na. Für einen Müllwürfel kriegen wir fortgeschrittene Angelköder, um den Rang wieder hier zu erhöhen. Oh, übrigens, ich habe gerade einen Headbanger vor Hogel erlegt und dadurch ist mein Bogen kaputt gegangen. Aber hey, ich habe wieder zehn Federn. Hier kriegt man die Titanbarren her. Metallbarren? Titanbarren. Ach, Titan. Ja, Titan. Wenn man Müllwürfel dafür ja spendiert. Na, jetzt geht's ab. Also wollen wir versuchen, das Lava und den Dodo zu fangen. Ja, ich brauche aber trotzdem immer noch noch Planken und nicht und ich brauche, stimmt, ich muss einen Metallbahn mitnehmen. Ja, dann kommt doch auf die Insel, mein Gott. Ja, auf mich zu hetzen. Ich bin die ganze Zeit hier am Holzen. So. Verpiss dich, du Vogel. So. Oh, meine Axt ist kaputt gegangen. Siehst du hier, jetzt kannst du sehen, was da gerade wieder passiert ist. Schrott und Bolzen habe ich alles nicht. Ich muss zurückkommen. Verdammt. So, jetzt gehe ich auf die Insel. So. Oh ja, auch noch Holz. Und ich sehe ich da oben. Oh, und jetzt sammle ich, dass du schon alle Bäume hier abgeholzt hast. Nee, ich kann dir mal ein paar Planken geben, wenn du willst. Wo bist du? Nein, ich bin hier unten, aber ich habe gerade einen Baum gefunden. Ein Baum nach ganz nach meinen Vorlieben. Na gut, da ist gezeichnet. Und ich habe sogar Wassermelonen gefunden. Ja. Die ich jetzt. So, jetzt kann ich mir auch eine Schaufel machen. Kann ich Kokosnuss essen. Das ist wie so ein Schornstein, mein Turm. Ja. Aber hey, weißt du, was das Allerbeste daran ist? Was? Wir finden unser Floß jedes Mal wieder. Ja, ja. So. Und jetzt gehe ich in die Höhle und jetzt hole ich mir noch den Rest. Denn mehr Schmutz bedeutet mehr Wiesen und mehr Wiesen bedeutet heute, dass die Tiere zufrieden sind. Haben wir schon Pilz? Wir wollen ja nicht, dass es unseren Tieren schlecht geht. Ich habe einen Oder willst Pilz du etwa, dass es unserem Wege schlecht geht? Niemals. Pack ich diese beiden Steaks da drauf. Steaks? Ein paar Beeren tun wir da rein. So, was wollte ich? Eine Axt, ne? Ja.
Für eine Axt brauche ich noch Schrott und Bolzen. Schrott. Ach, wo ist der Ausgang? Oh, ich fand den Ausgang aus dieser Höhle nicht. Das war so grausam. So klappt das nicht. So. Was können wir alles noch mit Wolle herstellen? Also, naja, halt wie gesagt, wir können noch die Lederrüstung. Aber die haben wahrscheinlich nur Ausdauer, ne? Ja, die haben leider eine Ausdauer, aber ich... Hat die Tiere gefunden? Ja, hat die Tiere gefunden. Ich hab so viele Sachen hier. Oh Gott. Daniro! Was meint ihr also? Das sag ich dir noch nicht. Bist du auf dem Floß? Ja. Ich komm nach Hause! Aber ich nehme lieber einen kleinen Umweg. Ich will jetzt nämlich gerne im Wasser landen, weil da draußen sind Haie! Ja, keine Sorge, der knabbert gerade an unserem Floß. Da! Mann, kaputt! Töte ihn! Bring ihn um! Oh, ich sehe dich, oh, du hast einen Lama, glaube ich. Nein, das ist kein Lama! Das sehe ich von hier aus. Nein! Warum läufst du denn? Nein! Nee, so komisch aus vom Weiten. Mit so einem Lama in der Hand. Ja gut, komm. Upsala. Bin gleich da. So. Nur kurz Geduld. Ja, wie nennen wir das denn? Wieso wächst das nur so wenig? Hallo? Da ist ein Mangobaum deswegen. Warte. Na komm. Ist offen. Ich muss mir was überlegen. Schnipp, schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp, schnipp. Na komm. Ich glaube, wir nennen es Cusco. Jawohl. Warte, Moment. Oh, scheiße. Jetzt hab ich den Namen nicht dran gemacht. Gott. Das ist der Ziegerich. Warte, da. Du bist... Nein, sein Name ist Cusco. Ja, sein Name ist Cusco. König Cusco. Ach, du hast ihn schon geschoren? Ja, ja. So, ich möchte mal, ich möchte meine Sache ausprobieren. Hey, wir haben noch ein Tier. Ja. Tieralarm. Tiere. Jetzt auf zum Handelsbusten. Ja, ich habe gedacht, in dem Fortgeschrittenen kannst du die Chilischoten irgendwie reinpacken, aber auch nicht. Nein. Ich brauche noch Holz. Was mit den Pilzen? Kann man die auch einlagern? Einpflanzen? Nö. Nicht? Hm. Kann man echt nur Bäume reinpflanzen? Was ist mit so einem Bären? So ein Bärenbusch. Kann man den da reinpflanzen? Ne. Nee. Hier kann man die auch nicht reinpacken. Probier ja gerade, weil man wo reinpflanzen kann. Mein Gott. Ich kann einfach so machen, mein Gott. Na Mist, ich muss irgendwie versuchen höher zu kommen. Ich weiß aber nicht wie. So, warum habe ich hier... Palmsamen, so. Dünn. Weiß nicht, ob man da immer nur einen Baum reinpflanzen kann. Das nervt mich auch gerade so ein bisschen. Nein! Oh. Ja, genau, erstmal alle Knochen gebrochen. Nice!
Sag mal, Danilo, wie bist du hier überhaupt hochgekommen? Oder nicht? Wenn er hochgeklettert. Hast du einfach die Mario-Taktik eingesetzt? Ne, ich habe die Skyrim-Taktik. Einfach die Wand geknutscht, bis du irgendwann richtig hochkommst. Aber irgendwo muss es doch hochgehen. Was? Hörst du von da aus? Ja! Klar! Klar höre ich das von da aus! Ich komm hier nicht hoch! Hilfe! Was mach ich denn hier mit? Den Rezept hier, das ich gefunden hab. Oh, die kann man auch einfach irgendwo hinhängen. Ja, irgendwo? Kann ich dir auch, ich kann die auch auf Rückseite hinpacken. Das ist ja ein Pilzomelett, ne? Haben wir noch nicht, ne? Da brauchen wir zwei Eier, ein Pilz und eine Kartoffel. Eine Kartoffel? Hey, und ich bin oben, wuppdidu. So. Hier sind ja noch Beeren, die du nicht mitgenommen hast. Mann, ey. Ach mein Gott, die ganzen Grille hier sind nicht am Laufen. Ja, erinnere mal was daran. So. Und hier sind wohl irgendwie keine Bäume mehr. Ja, ja, ich war sehr fleißig. Ein wenig zu fleißig. Ich sehe schon. War eigentlich schon fertig da, glaube ich, ne? Aber hey, du hast zumindest hier eine Wassermelone. Ich habe viele Wassermelonen gefunden, ja. Aber nicht alle. So, bis mein Inventar wieder geleert wurde, ne? Da ist noch eine Ananas. Und ich habe sogar noch einen Samen gefunden. Ausgezeichnet. So, das hier wollte ich weitermachen, damit ich da nicht die ganze Zeit. Damit wir nicht die ganze Zeit hier. Oh, das. Mein Gott. So, und wie jetzt? Boah, zwei Nägel, ist klar. Danke. So, dann. Nein, du sollst halt nicht. Boah. So, langsam können wir auch den Part wieder beenden, weil wir sind schon ein bisschen über eine Stunde hier. Schon wieder? Okay. Ja. Geht ruckzuck hier. Hey, der Niro. Was? Ich hab dich gerade gestochert. Weiter, du bist wieder hier. Ja. Hast du, damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee. Ich komme aus dem Nichts. Sind schon wieder die Plankenausgang. Nein. Oh, das hat... Was steht da? Palmblätter mache ich mir noch ein Seil. Ein Seil. Steht einfach mit seiner Melone. So. Ist es an der Zeit, den Part zu beenden? Ja, so ungefähr. So. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Setz mich auf das Sofa. Kann man noch irgendwie starre noch diese Insel hier an. Okay. Ich bin neu hier am Gucken. Man fährt auch da hoch? Nee. Dann muss ich hier wahrscheinlich irgendwann eine Wand noch hinbauen. Ja, du machst das schon. Und dann, Niro, aber komm jetzt erstmal her. Schau mit mir die Insel an, während wir den Part beenden. Was hast du gemacht? Du trägst doch einen Hut, passiert doch nichts. Aber, was war das? Was da? Ah. Nicht mit dem. Was? Was ist? Mein Speer ist kaputt. Ja, ich habe einen Körper aus Stahl, ne? Ja, du schuldest mir einen neuen Speer. Und mit dem wollten
verabschieden wir uns hier von diesem Part. Ja. Ciao. Ciao, ciao.